Dieser eine Tipp wird heute deinen Aufschlag auf jeden Fall verbessern. Und werde dir dazu auch noch eine passende Übung an die Hand geben, sodass du lernst, deinen Aufschlag perfekt zu spielen. Denn wie du weißt, ist der Aufschlag der wichtigste Schlag und vor allem immer der erste Schlag. Und genau das sollst du natürlich zu deinem Vorteil nutzen. Also ich zeige dir nun, wie du deinen Aufschlag zur Waffe machst und das Beste rausholen kannst. So, man spricht ja beim Tennis immer häufig von Hand-Auge-Koordination. Und das ist ein gutes Schlagwort dafür, was im Endeffekt entscheidend ist, um deinen Aufschlag zu lenken. Und das möchte ich dir zeigen, nämlich der Arm und die Hand sind dafür wichtig und nicht der restliche Körper. Ja? Das heißt, ich sehe ganz viele, ganz häufig Spieler, ja, die versuchen mit ihrem Körper irgendwie alles reinzulegen und reinzustecken, ja, und Kraft aufzubauen und bekommen den Aufschlag einfach nicht gelenkt. Das einfachste Element, um das zu tun, ist aber nur der Arm. Das heißt, ich habe die Chance, immer als Spieler, ja, aus einem Ballwurf raus, mit dem Arm ganz locker meine Richtung zu lenken. Ja, ohne dass ich meine Position verändere. Ja, das geht aber nur dann, wenn der Arm auch wirklich die Arbeit übernimmt. Wenn ich häufig Spieler sehe, die eine super Bewegung haben, ja, aber am Ende mit dem Körper zum Beispiel zu weit vorne sind und der Arm gar keine Arbeit machen kann, ja, bringt die ganze Energie, die ich vorher aufgebaut habe, nichts für meinen Aufschlag und vor allem nicht für die Qualität und Kontrolle des Aufschlags. Das heißt, der Arm ist das flexibelste Element, was ich habe als Tennisspieler. Ja. Ich habe mehrere Elemente, das heißt Schulter, Ellbogen, Handgelenk und aus den drei Elementen kann ich genau meine Richtung lenken. Das sollte ich auch aus den Elementen tun, weil ich nämlich hier am flexibelsten bin. Deswegen ist es wichtig für dich, dass du versuchst, natürlich deinen Ballwurf zu stabilisieren. Das heißt, der Ballwurf soll natürlich gleich sein. Und aus diesem Ballwurf raus, ja, möglichst verschiedene Richtungen anzulenken. Ja? Jetzt guck mal zu, ich stabilisiere mal meinen Körper, halte ihn mal fest und arbeite nur aus dem Arm raus und kann aus einem Ballwurf, ja, verschiedenste Richtungen lenken, ohne dass ich den Körper dafür brauche. Ja? Das ist ganz, ganz essentiell wichtig, weil so verrate ich auch dem Gegner nicht, dass, wo der Aufschlag hingeht. Ja, wenn ich teilweise Leute sehe, die den Ballwurf, wenn sie da außen wollen, ziemlich weit nach rechts werfen, ja, ist natürlich für mich als Gegner durchsichtig, was passiert. Ja? Deswegen sollst du darauf achten, dass deine Richtung vom Aufschlag, ja, mit dem Arm gespielt wird. Ja? Da, wo der Schläger hinzeigt, da fliegt auch der Ball hin. Und da, wo der Arm hinlenkt, da fliegt auch der Ball hin. Das heißt, wenn ich von hier aus nach außen aufschlagen will, muss ich in der Lage sein, mit meinem Arm und meinem Handgelenk, ja, auch die Richtung einzustellen. Ja, dafür brauche ich keine Körperdrehung, dafür reicht es mir vollkommen aus, wenn ich es koordinativ schaffe, den Ball dahin zu lenken. Wenn ich nach innen aufschlagen möchte, ja, dann ist mein Treffpunkt so, dass die Seite auch nach innen zeigt. Weil das, was hier am Endeffekt auf der Seite passiert, ist ausschlaggebend dafür, wo der Ball drüben ankommt. Also achte ganz gezielt darauf, dass dein Aufschlag, ja, vorrangig aus dem Arm gespielt wird. Die restlichen Elemente, so wie die Bogenspannung oder die Knie oder die Fußgelenke, werden nur dazugeschaltet oder erst dann dazugeschaltet, wenn das hier im Treffpunkt funktioniert. Ja? Also, wenn deine Bewegung zu kompliziert ist für einen guten Aufschlag und du merkst, du kriegst keine Kontrolle rein, dann schalte mal einfach deine anderen Elemente aus und versuch den Aufschlag mal ganz gezielt nur aus dem Arm zu lenken und zu spielen. Ja, du wirst merken, da ist ein Riesenunterschied und es ist quasi eine wunderliche Transformation, warum du auf einmal in der Lage bist, deinen Aufschlag zu lenken. Und jetzt kommt eine Übung für dich. Wenn du nach außen aufschlagen möchtest, ja, achte ganz gezielt darauf, dass dein Ballwurf natürlich schön gerade ist, am rechten Ohr hochgeworfen wird und dass du versuchst, im Treffmoment den Schläger auch in die Richtung nach außen zeigen zu lassen mit der Seite. Okay? Nur dann kann es funktionieren. Der Arm folgt dann ganz natürlich dem Weg in die Richtung, wo du hinschlagen möchtest, ja, und dadurch wird automatisch die Richtung bestimmt. Ja? Wenn ich jetzt nach innen aufschlagen möchte, muss die Seite natürlich ein bisschen anders stehen. Das heißt, die Seite zeigt dann in die Richtung. Ja, dass ich nach innen aufschlagen möchte. Und dann versuchst du mit deinem Arm ganz natürlich der Bewegung in die Richtung zu folgen. Und du wirst sehen, dass sich auf einmal die Richtung verändert. Ja, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Ihr habt schon gesehen, dass ich meinen Ausschwung ausgebremst habe. Das kann man am Anfang natürlich machen, ja, um einfach zu gucken, wie wird die Richtung da oben gespielt. Am Ende soll es natürlich so aussehen, dass ich lerne, mit meinem Arm der Richtung zu folgen und natürlich meinen natürlichen Ausschwung mitzunehmen, damit ich natürlich auch eine maximale Kontrolle und natürlich auch Power auf den Ball entwickeln kann. Also ich als Aufschläger brauche nicht maximale Power, um meinen Aufschlag zu lenken, sondern ich muss gucken, dass ich den Arm kontrollieren kann. Der Arm ist nämlich der letzte Kontakt zum Ball. Und wenn das hier passt, dann kann ich natürlich auch die Richtung des Aufschlags verändern und meine maximale Präzision spielen. Ja? Wenn ich vorher meine Bewegung so kompliziert habe, dass ich da gar nicht richtig hinkomme zum Treffpunkt, dann bringt mir die ganze Power, die ich vorher aufgebaut habe, gar nichts, weil ich nämlich dann am Treffpunkt nicht sauber arbeiten kann. Also, deswegen achte ganz gezielt darauf für dich, dass du erstmal versuchst, aus dem Arm die Richtung zu lenken, ja, und wenn das funktioniert, dann kannst du hinten raus auch nochmal den ganzen Körper zuschalten und kannst dann versuchen, strukturiert in die Richtung reinzuarbeiten, wo du hin möchtest. Also wenn du diesem Tipp folgst, wirst du merken, dass dein Aufschlag weitaus besser wird, ja, und viel leichter zu lenken ist. Und ohne mehr Power-Einsatz hast du einen deutlich effektiveren Aufschlag und kannst den Gegner damit zur Verzweiflung bringen. Mein Tipp an der Stelle,
Achte ganz gezielt darauf, dass der Aufschlag von deinem Arm gelenkt wird, sodass du verschiedene Richtungen anspielen kannst. Wenn du als Aufschläger variabel bist von der Richtung her, hat natürlich der Gegner auch weniger Möglichkeiten, gut darauf zu reagieren. Also lerne aus dem Arm zu spielen und erst wenn das funktioniert von der Richtung her, dann schaltest du den restlichen Körper dazu. Und wenn du merkst, dass deine normale Bewegung irgendwo hakt und du bekommst keine Richtung rein, schalt mal die Füße zum Beispiel raus, ja, nimm die Hüfte ein bisschen raus und versuch mal den Aufschlag ganz gezielt nur aus dem Arm zu spielen. Du wirst merken, dass es viel leichter ist, aus dieser einfachen Situation viel mehr Kontrolle und Präzision rauszuholen. Das war der Tipp für dich an der Stelle. Ich hoffe, du kannst ihn gut umsetzen. Das ist ein Tipp, der meistens unterschätzt wird, weil die meisten Aufschläger wollen mit viel Power reingehen, ja, merken aber gar nicht, dass es hier am Hauptelement hakt, nämlich, dass sie die Richtung nicht reinbekommen, wo sie überhaupt hinwollen. Ja, meist viel Kraft und eher Zufall, deswegen nimm die Kraft raus, versuch dich erstmal wieder auf die Basis zu konzentrieren, dadurch, dass der Arm in die richtige Richtung läuft und natürlich auch den Ball lenken kann. Und dann wirst du merken, dass dein Aufschlag auch viel besser und viel flexibler wird. Also so viel dazu, hinterlass mir gerne einen Kommentar, ich freue mich über dein Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Sven.